Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, für die freundliche Begrüßung. Es ist ein guter Brauch, dass wir zum Jahresbeginn uns versammeln, um über die Politik zu reden, die in diesem Jahr zu machen ist. Aber für die Linke ist ein ganz besonders guter Brauch, dass wir hier nicht alleine sind als deutsche Linke, sondern in der großen Familie der europäischen Linken. Das zeigt, wir zeigen gerade heute, die Internationale ist angesagt, wenn es darum geht, die Probleme der Welt zu lösen. Wir brauchen nur zwei Zahlen uns zu vergegenwärtigen, nämlich die Zahlen der Arbeitslosigkeit der Jugendlichen in Griechenland und in Spanien. In beiden Ländern liegt die Arbeitslosigkeit über 50%. Über 50%, mehr als die Hälfte der Jugendlichen, haben in Griechenland und in Spanien keine Arbeit und Ausbildung. Das heißt, sie haben keine Perspektive. Und deshalb muss doch jeder, der nachdenkt, zu dem Ergebnis kommen, diese Wirtschaftsordnung, die zu diesem Ergebnis geführt hat, sie gibt der Jugend keine Zukunft. Und sie muss durch eine andere Wirtschaftsordnung abgelöst werden. Unfreiwillig hat die deutsche Bundeskanzlerin vor einiger Zeit das Problem formuliert. Sie sagte, es ginge heute darum, eine marktkonforme Demokratie zu schaffen. Und wir, die Linke in Europa, wir sagen, genau das Gegenteil ist notwendig. Wir brauchen keine marktkonforme Demokratie, die führt zu dieser Jugendarbeitslosigkeit. Wir brauchen endlich eine menschenfreundliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Das ist der Gegenentwurf der Linken. Und deshalb ist es gut, dass unsere Freunde aus Südeuropa heute hier sind, im Besonderen, weil in Südeuropa sich zeigt, wohin diese marktkonforme Demokratie führt und wohin eine Politik führt, die eben die Märkte im Auge hat und nicht die Menschen. Wenn ich manchmal die Nachrichten einschalte und ich höre, wie irgendjemand gedankenlos daherplappert, wir müssen das Vertrauen gewinnen. Wir müssen das Vertrauen der Märkte gewinnen. Die ganze Politik ist dazu da, das Vertrauen der Märkte endlich wieder zu gewinnen. Wir haben da eine ganz andere Aufgabe in Europa. Wir müssen das Vertrauen der Menschen in die Zukunft wieder gewinnen. Das ist die Aufgabe in Europa. Ich habe vor einiger Zeit Frau Merkel vorgeworfen, dass sie Europa spaltet. Und ich wiederhole diesen Vorwurf noch einmal. Sie spaltet Europa in zwei Zonen. In die Zone der Länder, denen es immer noch relativ gut geht, der Länder, der Volkswirtschaften, die zahlen, und in die Zone derjenigen, die eben Schuldner sind und denen man dann diktiert, welche Politik sie zu machen haben. Und das ist genau ein Weg, den wir niemals akzeptieren können. Europa muss gemeinsam handeln und Europa muss insbesondere aufwachen, weil in den Staaten, in den Ländern Südeuropas Menschen sich umbringen, weil Frau Merkel eine völlig falsche Politik für Gesamteuropa entwickelt und durchgesetzt hat. Und diese falsche Politik ist eben überschrieben mit dem Wort, wir wollen das Vertrauen der Märkte gewinnen. Aber das Vertrauen unersättlicher Monster kann man niemals gewinnen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist ein völlig hoffnungsloses Unterfangen. Wir müssen vielmehr diese Märkte an die Kette legen. Wir müssen sie endlich in die Schranken weisen, statt um ihr Vertrauen zu buhlen. Und um die Märkte an die Kette zu legen, hat die Partei Die Linke ein 5-Punkte-Programm, das ich noch einmal erwähnen will, weil es irgendwann unvermeidlich ist, auf dieses Programm zurückzukommen. Da ist einmal das von allen verbal übernommene Programm der strengen Regulierung des Finanzsektors der Banken. Geschehen ist in Wirklichkeit, wie wir alle wissen, ja so gut wie nichts. Dann ist das Zweite, dass wir endlich eine direkte Kreditvergabe an die Staaten haben müssen, die in Not sind, eine direkte Kreditvergabe durch die Europäische Zentralbank.
Hier beginnt die Linke ein neues Geldsystem zu entwerfen. Die Banken, die Zentralbanken müssen wieder in die Aufgabe zurückgeführt werden, wozu sie eigentlich mal gegründet worden sind, nämlich ihre Staaten mit Geld zu versorgen. Es ist doch ein Irrsinn, dass heute die Zentralbanken Geld für 0,75% an Geschäftsbanken geben und diese geben es für 5, 6, 7% weiter. Dieser Irrsinn muss beendet werden. Wir brauchen direkte Kreditvergabe der Europäischen Zentralbank. Das Zweite, was wir brauchen, ist endlich Klarsicht, wenn es darum geht, die Schulden abzubauen. Wir, die Linke, wir wollen die Schulden abbauen und wir sind die einzige Kraft, die ein Rezept dazu hat. Und dazu muss man nur die Zahlen an sich heranlassen, die eindeutig sind. Der Schuldenturm der Staaten ist genauso hoch wie der Geldturm der Millionäre. Das ist das große Geheimnis aller Kommentatoren, aller derjenigen, die sich an der öffentlichen Debatte beteiligen. Sie wissen das offensichtlich nicht. Der Schuldenturm der Staaten ist genauso hoch wie der Geldturm der Millionäre. Das hängt ja untrennbar miteinander zusammen. Und daher müsste doch jeder Parlamentarier und jede Regierung bis hin zu Frau Merkel, Sie müssten erkennen, wenn man diesen Schuldenturm der Staaten abbauen will, dann darf man nicht Renten kürzen, Löhne kürzen und soziale Leistungen. Dann muss man an den Geldturm der Millionäre, also Millionärsteuer für ganz Europa. Das ist die Forderung der Linken. Die dritte Forderung ist der Schuldenschnitt. Es gibt ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, der sich für diese Zusammenhänge interessiert. Das ist ein Buch, das heißt Schulden. Das ist vor einiger Zeit veröffentlicht worden. Und in diesem Buch wird darauf hingewiesen, dass in früheren Kulturen Freiheit nichts anderes bedeutete als Freiheit von Schulden. Und deshalb sage ich an die Adresse derjenigen, die das können, an die Adresse der Regierungschefs in Europa und an diejenigen, die weltweit darüber mitzuentscheiden haben, wir brauchen einen Schuldenschnitt, insbesondere für die Länder Südeuropas, damit sie wieder frei werden und damit sie ihre eigene Politik wieder gestalten und in die eigenen Hände nehmen können. Freiheit bedeutet auch Freiheit von Schulden. Und da ist nur etwas, was wir hier in Deutschland besonders ansprechen müssen. Wenn man gute Nachbarschaft will, dann darf man nicht auf Kosten seiner Nachbarn leben wollen. Und genau dies haben die Regierungen der letzten Jahre eben nicht getan. Sie haben mit vielen daran gewirkt, daran gearbeitet, dass Deutschland sich durch Lohndumping Kostenvorteile verschafft hat gegenüber den anderen Staaten in Europa und der Welt. Und genau damit muss endlich Schluss sein. Wenn wir gute Nachbarschaft wollen, dann dürfen wir nicht Lohndumping betreiben. Wir müssen endlich in Gesamteuropa eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik durchsetzen. Das deutsche Lohndumping muss beendet werden. Das muss die Botschaft sein, die wir in diesem Jahr überall in Europa vortragen. Marktkonforme Demokratie ist die Parole der Kanzlerin. Aber nun haben wir eben ein Wahljahr in Deutschland. Wir haben die Niedersachsenwahl, wir haben die Bundestagswahl. Und die Sozialdemokratie hat sich mit Peer Steinbrück aufgestellt. Und Peer Steinbrück erhält jetzt merkwürdige Unterstützung von einer bestimmten Seite von Gerhard Schröder. Ich habe das heute wieder nicht glauben wollen, als ich das gelesen habe. Nachdem er ihn vor einiger Zeit in die Pfanne gehauen hat, wegen des Kanzlergehaltes, meint er jetzt, ihn anpreisen zu müssen, er sei ein Mann, der etwas durchsetzt, und jetzt zitiere ich wörtlich, im Gegensatz dazu, der persönliche Politikstil von Frau Merkel hätte jedenfalls nie dazu geführt, eine Agenda 2010 durchzusetzen. Mit anderen Worten, er sagt, wählt Steinbrück, der ist in der Lage, eine solche grausame Agenda wieder durchzuführen, die Merkel nicht. Das ist doch ungeheuerlich. Es gibt nur ein Mittel gegen diese Art von Politik. Das ist die Stärkung der Partei Die Linke, die niemals die Hand zu einer solchen Agenda in Deutschland oder andernorts reichen wird.
Und wir müssen natürlich wissen, dass wir deshalb Widerstände haben im Establishment, wie das so schön heißt. Dass die Widerstände nicht nur uns entgegenschlagen, wenn wir die anderen Parteien in der Konkurrenz erleben. Nein, wir müssen auch die mediale Situation sehen. Ich muss das immer wieder sagen. Die Medien sind eben aufgrund der gesellschaftlichen Machtstrukturen nicht die Sprachrohre der Hartz-IV-Empfänger, der Rentner oder der Arbeitnehmer, sondern sie sind die Sprachrohre der reichen Familien, wie ein Gründungsherausgeber der FAZ schon vor Jahrzehnten festgestellt hat. Pressefreiheit in Deutschland ist die Freiheit reicher Leute, ihre Meinung zu verbreiten. Wir dürfen das nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und deshalb, wenn beispielsweise versucht wird, über Umfrageinstitute uns zu bekämpfen in Niedersachsen, dann sollten wir zumindest verbreiten, dass es eine Umfrage gibt jetzt, die sagt, 6% für die Linke. Ja, die 6% in Niedersachsen, das wäre eine Zahl, an der wir uns gerne orientieren würden. Wenn doch eben Kanzler Schröder wirbt, unser Peer Steinbrück ist der einzige Mann, der eine neue Agenda durchsetzen kann. Die Merkel traut sich das nicht einmal zu. Wenn das ernsthaft vorgetragen wird, und das kann man ja heute nachlesen, dann stellt sich doch die Frage, wie ist überhaupt ein Politikwechsel in Deutschland möglich? Und da muss man eines sagen, ich unterstütze es sehr stark, dass unsere beiden Vorsitzenden seit einiger Zeit immer wieder ein Angebot an SPD und Grüne machen und sagen, wir sind bereit, mit euch einen Politikwechsel in Deutschland zu beginnen, aber dann nicht nach Art und Weise, wie Schröder ihn hier empfohlen hat. Zu einer Agenda 2010 werden wir nie die Hand reichen. Aber eines ist klar, wir sind für eine Mehrheit links der Mitte, wie Willy Brandt es einmal formuliert hat. Aber diese Mehrheit ist inhaltlich bestimmt, nicht mit irgendwelchen Buchstaben. Diese Mehrheit heißt Mindestlohn, höhere Löhne, bessere Renten, bessere Arbeitslosenversicherung und nie wieder Krieg. Das ist die Mehrheit, die wir anstreben. Und nun will ich nur mal ein paar Punkte ansprechen, wo ich mich immer wundere, wie alles von uns übernommen wird und irgendwie dann noch ein bisschen verfälscht wird. Vom Mindestlohn war bereits die Rede. Als wir anfingen, für den Mindestlohn zu werben, hat man uns als ökonomisch inkompetent erklärt. Heute sind angeblich die große Mehrheit der politisch Verantwortlichen für den Mindestlohn. Als wir die Rente erst mit 67 kritisiert haben, hieß es, wir könnten nicht mit dem Geld umgehen. Jetzt seilt sich die SPD langsam von dieser Rente erst mit 67 ab. Als wir Hartz IV kritisiert haben, hieß es, das sei zwingend notwendig und es gäbe keine Alternative. Jetzt fangen SPD und Grüne an, die Hartz-Gesetze zu überprüfen. Insbesondere die Grünen sind ja schon bei der Höhe des Regelsatzes ein Stück auf unsere Position gekommen. Als wir die Praxisgebühr immer wieder im Bundestag attackiert haben, da hieß es unverantwortliches, populistisches Gesaberer der Linken. Jetzt musste die FDP nach dem letzten Strohhalm greifen, um die Praxisgebühr endlich im Deutschen Bundestag wieder abzuschaffen. Und daraus, liebe Freunde, könnt ihr ja eines lernen. Ihr müsst immer dafür sorgen, dass die anderen Parteien, dass denen das Wasser so hoch steht, dass sie zum letzten Strohhalm greifen müssen. Erst dann wird es einen Politikwechsel in Deutschland geben. Nur dann, wenn sie so geschwächt sind, dass sie ihre Positionen aufgeben müssen. Und dann hieß es, als wir gefordert haben, den Spitzensteuersatz zu senken, ich bin jetzt beim fünften Punkt, nur mal zu erzählen, was die alles von uns abkupfern. Da hieß es, das sei völlig unmöglich, das würde die Leistungsträger alle nach Russland jagen oder so. Nicht, ist eine Veränderung. Früher hieß es immer, der Russe steht vor der Tür. Heute stehen sie alle vor der Tür Russlands, um Steuern einzusparen oder so. Die Welt hat sich doch wirklich verändert. Also jetzt redet selbst die CDU von einem niedrigeren Spitzensteuersatz. Als wir die Abgeltungssteuer immer wieder zur Abschaffung im Bundestag vorschlugen, nicht vergessen, Peer Steinbrück hat diese Steuer
eingeführt. Das war sein, wenn man so will, sein Geschoss, die Abgeltungssteuer, nach der eben diejenigen, die Geld haben, viel weniger Steuern auf ihre Erträge zahlen müssen als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Knochenarbeit. Da haben sie gesagt, das geht nicht. Jetzt sagen SPD und Grüne, sie wollen die Abgeltungssteuer abschaffen, wie die Linke es lange gefordert hat. Als wir die Vermögensteuer, die Wiederbelebung, die Wiedereinführung gefordert haben, standen wir allein. Der andere Kanzlerkandidat der SPD, Steinmeier, sagte vor seiner Kandidatur im Jahr 2009, er würde nicht kandidieren, wenn man die Vermögensteuer ins Programm schreiben würde. Nicht, dass das vergessen wird. Jetzt auf einmal sagen die, sie wollten auch eine Vermögensteuer. Als wir die sogenannte Attac-Steuer oder Tobin-Steuer gefordert haben, haben sie alle gesagt, das schadet dem Finanzplatz Deutschland. Jetzt sind sie auf einmal in großer Mehrheit für die Tobin-Steuer. Als wir die Mietpreisbegrenzung, ich bin schon bei Punkt 9, gefordert haben, haben sie gesagt, typisch Kommunismus. Die wollen wieder, dass der Staat all das Sagen hat. Jetzt wollen sie allerdings auch den Anstieg der Mietpreise begrenzen. Aber hier an der Stelle könnt ihr sehen, warum es ohne die Linke niemals geht. Die SPD sagt, bei Wiedervermietung alter Wohnungen oder bei Mietpreissteigerung darf die Miete in 4 Jahren nur um 15% steigen. Das meint sie, sei also ein Riegel gegen Mietpreissteigerungen. 4 Jahre 15% macht 3,75 im Jahr. Wie sollen denn Leute bei sinkenden Löhnen und bei sinkenden Renten, zumindest real, wie sollen sie denn das überhaupt verkraften? Deshalb ist der Vorschlag der Linken, mindestens, höchstens die Inflationsrate zuzulassen. Das ist ein viel intelligenterer Vorschlag, ein weiterer Beweis. SPD und Grüne darf man nie allein regieren lassen. Es kommt nur Mist dabei raus. Die Energiepreisbegrenzung haben wir in der Legislaturperiode 2005 bis 2009 immer wieder gefordert. Wir wurden immer wieder abgebügelt. Jetzt auf einmal wollen auch die anderen nicht nur die Mieten, sondern auch die Energiepreise staatlich regulieren. Richtig. Wir können nur Ja dazu sagen, aber dazu muss eines auch gesagt werden, solange die in den Beiräten und Aufsichtsräten der Energieunternehmen sitzen, solange auch die Grünen eingeladen werden und von Finanzkonzernen gesponsert werden, solange wird sich in Wirklichkeit nichts ändern. Nur wenn die Linke mit dabei ist, werden erste Schritte zur Begrenzung der Energiepreise und zur Mietpreise unternommen. Und weil wir hier in der europäischen Familie zusammengekommen sind, ich habe jetzt 10 Punkte vorgetragen, ich könnte noch viele andere vortragen, einfach nur zur Erinnerung, wie die Linke wirkt und wie dieses Übernehmen von Positionen unserer Partei gar nicht hinreichend öffentlich reflektiert wird. Wir haben vor Jahren sogenannte Eurobonds vorgeschlagen. Eurobonds hießen damals, wir nehmen das ganze Gewicht der Europäischen Gemeinschaft, um gleich die Spekulation an den Rändern zu unterbinden. Als wir das vorgeschlagen haben, hat überhaupt keiner das aufgenommen. Es wurde in den Medien überhaupt nicht berichtet. Sie haben es gar nicht verstanden. Und als dann diese Forderung kam, hat zum Beispiel Peer Steinbrück im Verein mit Frau Merkel gesagt, das können wir nicht, das können wir den deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern nicht zumuten. Jetzt haben wir die Eurobonds auf unterschiedlichsten Formen. Das sind die Rettungsschirme, das sind die Targetsalden. Es geht gar nicht anders, als dass wir zusammenstehen, um die Währung zu retten. Anders ist überhaupt nicht möglich. Was Sie nicht verstanden haben, ist, dass mehrere Länder mit einer Notenbank, dass die dann, wenn sie selber nicht mehr Geld drucken können, weil sie keine Notenbank mehr haben, dass sie dann das Risiko der Zahlungsunfähigkeit haben. Das haben sie nicht verstanden. Hätten die Länder noch weiterhin Notenbanken, könnten sie nachdrucken. Dann gäbe es Abwertungen, aber sie würden niemals zahlungsunfähig werden. Und diesen Konstruktionsfehler der Währungsunion hat Frau Merkel nicht verstanden. Sie stand sogar immer da, als der Waldbrand begann und hat gesagt, bitte kein Wasser, das wird viel zu teuer, das Wasser. Ja, das war ihre Politik all die Jahre. Sie wird dafür auch noch gefeiert in der Öffentlichkeit. Ja, man stellt also diese Feuerwehrfrau Europas, die also mit dem Wasser spart, wird auch noch gefeiert für diese Art von Brandlöschung. Wir sehen ja, was jetzt daraus passiert. Aus dieser ganzen Geschichte ist
eines zu lernen. Solidarität kann man nicht mal leisten und mal nicht leisten. Wenn man die europäische Einigung will, wenn man das Zusammenwachsen der Völker Europas will, dann muss man auch bereit sein, gemeinsam, und Sie sind ja jetzt gezwungen worden, zu haften für die Schulden. Das geht gar nicht anders, denn wir waren es doch, die durch unser Lohndumping dazu geführt haben, dass die anderen sich überschuldet haben. Also müssen wir jetzt auch gemeinsam antreten, um dieses ökonomische Desaster wieder glattzustellen. Vielleicht noch ein letztes, da die Zeit uns davonrennt. Ich habe mich ja gefreut, dass jetzt auch Peer Steinbrück die Waffenexporte einschränken will. Überhaupt würde ich gerne den SPD und den Grünen ein Angebot machen und sagen, wir können ja mit euch regieren. Ihr müsst nur vom Bundestag einen Eid schwören, dass ihr euer Programm und eure Ankündigung umsetzt. Da sind nämlich, sonst gar nichts. Das ist so einfach. Die müssten nur einen Eid leisten, dass sie das, was in ihren Programmen steht, umsetzen. Das ist zumindest zur Hälfte sind das Dinge, die wir wirklich sofort alle mitmachen würden. Und bei den Waffenexporten sind also leider diese beiden Parteien unglaubwürdig, weil sie eben in dieser entscheidenden Frage des Krieges immer noch nicht umgedacht und immer noch nicht umgelernt haben. Als die Libyen-Angriffe begannen, waren es doch SPD und Grüne, die gesagt haben, wir müssten da mitmachen, das dürfen wir niemals vergessen. Und jetzt sollen wir denen abnehmen, sie seien für die Begrenzung der Waffenexporte. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, an der Stelle können wir stolz sein auf unsere Partei. Wir waren die Einzigen, die dieser ganzen Änderung der Außenpolitik mit Kriegen Frieden schaffen zu wollen, von Anfang an widerstanden haben. Der Afghanistan-Krieg hat uns auf dramatische Art und Weise bestätigt. Und deshalb lasst uns stolz sein, manchmal zweifeln ja einige, lasst uns stolz sein auf unsere Alleinstellungsmerkmale. Ich bin stolz auf diese Partei, weil sie dem Grundsatz verpflichtet ist, nie wieder Krieg. Und so soll es bleiben.